Hallo aus dem Century Link Field. Wir freuen uns auf das abschließende Vorbereitungsspiel. Oh ja, Wolf. Man United gegen Real Madrid. Ein absolutes Topspiel. Latte und er hat ihn. Eine Tore zur Pause. 0-0. Jetzt der Angriff. Da geht er hart rein. Und das sieht nicht gut aus. Scheint verletzt zu sein. Ja, sie werden wechseln müssen. Das ist natürlich ganz bitter. 35 Minuten noch. Alex Hunter kommt in die Partie. Was? Und man merkt, dass United hier mehr will, das Unentschieden reicht. Okay, 7-0 reicht diesmal. Passspiele 10, okay. Er will jetzt halt dich ein bisschen mehr, passe und so. Und er hat auch nicht mehr so viele Zielanforderungen. Ist interessant, wurde ich jetzt für Dings gewechselt für. Wer ist da? Warte, wisst ihr, wie ich meine? In Schweden da. Ach, keine Ahnung, wie der heißt. Positionssturm. Ich spiele diesmal im Sturm. Genau, dann wollte ich nämlich für... Oh, wie heißt der? Warte. Warte, dann muss ich mal kurz gucken, wie der heißt. Steht es hier überhaupt? Nee. Ja, und die Teamkollegen sind auch nicht besonders glücklich damit. Hätte abspielen müssen. Okay, ich muss auf jeden Fall weiter nach vorne. Ach nee, ich bin ja weiter vorne. Lucas Silva. Und hier wird's gleich ein Wechsel geben. Gut, ich muss auf jeden Fall in meine Position gehen. Und mal auf den Ball warten. War sehr schön. Memphis jetzt. Jetzt ist der Ball weg nach dem Hackentrick. Lucas Silva. Ich glaube, 10 Pässe sind tatsächlich machbar für mich. Vor allem haben wir noch relativ viel Zeit, ja. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Die Abwehr steht gut und sicher. So. Im Moment ist da kein Durchkommen. Er bekommt die Unterstützung. Alex Hunter. Klasse gespielt, guter Steilpass. Und, oh, Sie sind heiß auf den Sieg. Nicht nachlassen, okay. Motiviert mich, muss ich sagen. Ja, sehr schön. Ah, er spielt sowieso nach außen, ja, aber klar. Ronaldo ist jetzt erst reingekommen, okay. Casemiro. Da passt er auf. Philipp Bernard am Ball. Es wird gleich den Wechsel geben. Ja, bei der nächsten Unterbrechung. Zack. Sieht gut aus. Schöner Pass. Sie lassen den Ball laufen, aber noch fehlt die Lücke in der Abwehr. Oh, was war denn das? Ja, daran soll ich jetzt schuld sein, oder wie? Natürlich von dem Ausfall profitieren. Ja, das ist seine Chance. Jetzt kann er zeigen, was er drauf hat. Das ist natürlich alles so geplant vom Spiel, ja. Das ist irgendwie das Einzige, was mir nicht so gefällt. Ist halt wahrscheinlich bei jedem einfach genau das gleiche ist. Oh ja. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Los. Ja. Nice. Und da muss man nochmal ein bisschen lauter sprechen, das ist ja alles übersteuert. Ich drehe mich mal wieder ein bisschen leiser. Nice. Sehr schön. Absolut, Wolf. Das war gedankenschnell. Da konnten sie ihm nicht mehr folgen. Boah, hör auf zu vibrieren, Handy. Was ist denn da los? Sehr schön. Also so kann es gerne weitergehen. Hm. 68. Minute hat Hunter hier das 1-0 geschossen. Lange hat's gedauert bis zum ersten Tor. Jetzt Alexander. Jetzt vielleicht. Und so und wird das nichts. Ecke. Aber ein guter Versuch. Eckball für Manchester United jetzt. Das ist natürlich dumm von mir. Jetzt haben sie den Ball.
Manchester United greift an. Jetzt vielleicht. Hier ist Elinga. Nice. Noch ein 8-0. Was für ein Lauf. Sehr schön. 2-0 innerhalb von irgendwie, weiß nicht. Ah, sehr schön. Ein richtiger Nackenschlag. Richtig schön. In so kurzer Zeit. Ja, das hat jetzt 10 Minuten gedauert. Jetzt steht es 2-0, das dürfte Ihnen Ruhe geben. So, warte mal, Tore, Vorlagen, erfolgreiche Pässe. Ich muss noch 4 machen. Also ja, wären natürlich noch mehr, aber 4 würden reichen, ja, sagen wir es mal so. Bei der nächsten Unterbrechung soweit sein. So, habt den Ball. Jetzt sind sie am Ball. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Wird das eine Torchance? Letzten 15 Minuten, 4 Pässe. Ist jetzt nicht aufgegangen. Jetzt ändert Real Madrid die Taktik und versucht es mit langen Bällen. Okay. Jetzt könnte es hier nochmal richtig spannend werden. Sie werfen alles nach vorne, wollen das Tor förmlich erzwingen. Das hätte brenzlig werden können, aber er kommt vorher an den Ball. Sehr schön, Walker. Und jetzt 2 Pässe noch. Werden. Oh. Da verlieren sie den Ball, da wäre mehr drin gewesen. Es war ein richtig schönes Spiel und dann sowas. Och man. Groß enttäuscht mich. Es sah so aus, als kämen sie durch, aber jetzt ist der Ball weg. Der Blick. Schlechtes Timing. 9 Minuten bis zum Ende. Lingard. Bloß ein Pass muss ich noch machen. Wird's jetzt gefährlich? Sie versuchen das Spiel jetzt frei zu machen. So, 10 Pässe habe ich. Verteidiger hat aufgepasst. Die Flanke war gar nicht so schlecht. Okay, 6 Minuten praktisch noch. 5 Minuten ungefähr. Alex Hunter. Und, jetzt und Walker. Ach, schade. So wird das nix mit dem Tor. Der Torhüter ist da. 8-5, also ist auf jeden Fall eine Verbesserung. Ich glaube, Sturm wäre einfach mehr meine Position gewesen. Aber na gut. Ich muss mich ja eigentlich noch reinfinden. Weiter mit Einwurf für Manchester United. Also dann werf doch mal ein hier, zack. Da bin ich ganz bei dir, Wolf. Die Leistung der Mannschaft passt. Lega. Ah, sehr schön. Das könnte die Chance werden. Klasse Einsatz. Aber da habe ich den schon angefordert, dabei war der Ball noch wirklich da. Hätte vielleicht noch ein bisschen warten können. Und es gibt 5 Minuten Nachspielzeit. Schon wieder. Zufall? Ich glaube nicht. Memphis. Das war schwach. Casemiro. Lucas Vazquez. Das ein Tor kriegen wir noch. Und jetzt vielleicht mal Real Madrid. Er spielt den Steilpass. Abgefangen, gut gemacht. Und das war's. Schönes Spiel, würde ich sagen. Wir haben gewonnen. Das war's mit der, haben auch ein Tor geschossen. Fazit von dir, Buschi. Naja, also. Ja, also, das war's. Sein Fazit. Ah, schön. Alle 3 Sachen geschafft. Also, nice. Und ein Tor geschossen. Das heißt, es gibt diesmal ordentlich Kohle. Ja. Gucken wir mal. In die Börse. Okay. You must be disappointed to have not come away with a victory. Sí, bueno, queremos ganar siempre. Es una temporada larga. Somos un equipo grande y queda mucho todavía. Do you think the injury had a big impact on the game? Sí, tuvo mucho, pero Alex Hunter tuvo la oportunidad de entrar y ha hecho un buen partido. Wir haben ein Kompliment bekommen aus Real Madridischen Reihen. Sehr schön. Unser Transferwert steigt immer mehr. So, ein Spiel machen wir noch, dann mache ich erstmal Aufnahmepause hier. Bin gerade gegen das Mikrofon. So, Social Media steigt auch.
Boah, es tut mir immer leid, wenn ich da so dran ziehen muss. Okay, würde mal sagen, weiter. Und okay, irgendwie. Ah, Story. Real Madrid, mate. I know, man. I still can't believe it. Oi. Did alright out there, didn't we, mate? Die wissen, wer wir sind. Ist bloß ein Testspiel. Oh, they definitely know who we are okay. Now. They're probably gonna wanna buy us. I'm buying too. PSG as well. Maybe they'll start a bidding war. Yeah, for me. You just be, make quite. Yeah. In your dreams. Tell you what blows my mind, though. One day we're playing in some puddles in Clapham. Next, we're strutting it against Los Blancos in front of tens of thousands of Yanks. Better get used to it, bruv. We're in the big time now. With our main man up front out till who knows when, me and you. We're gonna take those Prem defences to the cleaners. You set them up. I'll put them away. Ich sag mal, wir sind ein tolles Duo. You and me were unstoppable, bruv. Almost like telepathic. Yeah. New Rooney and Ronaldo, bruv. Shearer and Sutton. SAS. You're a nerd. Your confidence is admirable. But your maths, not quite so much. You bots, alright? By my calculations, only one of our first choice of strikers is currently injured. And two into one do not go. Obviously, I should be starting. Yeah, man. If we want to lose. Wow, da hat er irgendwie schon ein bisschen recht. Ja, dann müssen wir wohl darum kämpfen. Trainingstag, heutiger Schwerpunkt. Eigentlich gelesen. Egal, wir machen einfach den Trainingstag. Und, ja, Trainingstag ist mir gerade ein bisschen egal. Startelf, ah, das ist ja natürlich ein Traum. The best teams train harder than the rest, and that's a fact. Let's work on our shooting okay. From range this morning. Power and precision from outside the box. Immer mal Training beginnen. Statt zu simulieren. Ich glaube, das ist einfach besser für unser Team. Für mich meine ich jetzt. Ja. Sehr schön. Okay, hör. Bonuspunkte. Okay, muss reichen. Fortsetzen. So, wir müssen uns jetzt ein bisschen ins Herz von Mourinho spielen. Oh Mann. Und der geht rein. Sehr schön. Und der auch. Ja. Und der nicht. Aber der letzte ist nochmal so ein Standardtor. Och nö. Ich weiß ja nicht. Ich mache mal erneut versuchen. Ich finde, wir haben jetzt schon wieder eigentlich verkackt. Aber egal. Wir müssen warten, bis der Torwart kommt und dann. Das müssen wir nochmal machen, das sehe ich schon. Ja, okay, warte so.
Erneut versuchen. Och, Mann. Man darf auch echt halt nicht übertreiben, ja. Oh, das war schön. Muss ja gerade rein. Warum geht denn hier keiner rein? Sehr schön. Noch ein paar. Treffer. Und los. Mann. Ja, Bonuspunkte brauchen die mehr einsatzlos. Ein Versuch machen wir noch. Und drin ist er. Okay, wir müssen warten, bis er näher dran ist. Drin. Drin. Okay. War ich nah genug dran? Drin. Gut, jetzt haben wir einen Dreh raus. Oh, schade. Bonuspunkte gut gemacht, sehr schön. Das gibt nochmal ein B, fortsetzen. Und jetzt los, los. Lass Mourinho uns ausgewählt haben. Ich denke, jetzt ist sowieso noch Training spielen. Weiter. Weiter. Story? Ja. Oi. Mate, you see my ball? Why'd you bring your granddad's old ball to training? But look, have you seen it? It was in my bag. No. Yeah, yeah, very funny. Give it back. This? Welcome to the squad. You made the team, mate. Congratulations. You deserve it. Cheers. Gracias! Boy, we made the squad, bro! Yeah! Get in! Yes! Come on! Come on, boy! Mate, you just watch me! Yes! What? Oh, I don't know what to do with myself. I can't believe it. Brilliant. I can't believe it! Glückwunsch natürlich auch von meiner Seite. So, jetzt gucken wir mal, wie geht denn das jetzt mit den Speichern? Okay, ich denke, wir hören jetzt einfach auf und sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder. Ich weiß nicht, ob die jetzt direkt drankommt oder ob das erst im nächsten Video ist. Auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Und bis dann, haut rein. Tschüss.